Einen wundervollen guten Nachmittag wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu unserer Flask-Tutorial-Reihe. Heute geht's weiter und zwar wollen wir uns heute mit was beschäftigen, was eigentlich jede Applikation machen sollte, und zwar Loggen. Loggen ist was, was unglaublich wichtig ist, damit man zum Beispiel Fehler findet oder Abstürze findet, was auch im Endeffekt Fehler sind, klar, ich weiß. Aber auch Sachen wie sehr, sehr häufiges falsches Einloggen eines Users oder sowas kann dadurch eben gefunden werden. Aber eben nur, wenn man Logs hat. So, und deswegen wollen wir einen Log. Und ja, unseren Log schreiben wir uns einfach mal ganz kurz. Das Tolle ist, dass Flask für euch so ziemlich alles übernimmt, was man auch nur übernehmen kann. Im Endeffekt müsst ihr nichts mehr machen, außer einem Aufruf. Ich werde jetzt hier trotzdem mal kurz eine neue Funktion schreiben, damit wir das kurz sehen können. Eigentlich hätte ich die da oben benutzen können, ne? Egal. Okay, Logging. So. Und ja, was wir jetzt hier machen, ist relativ simpel. Wir geben wieder Hello World zurück, aber wir loggen das Ganze. Und hier sagen wir einfach total simpel, App, das ist das, was wir hier oben definiert haben, das Flask-Dingens, App. Und jetzt können wir hier tatsächlich den Logger aufrufen, Punkt Logger. Und dann funktioniert das Ganze wie ganz normales Python-Logging, sprich, ihr könnt hier auswählen unter Error, Debug, Critical und ja, könnt dann eben auch Sachen machen wie filtern und so weiter und so fort. Das habe ich allerdings alles in meiner Python-Playlist gezeigt. Das werde ich jetzt hier nicht nochmal ganz arg ausrollen, sondern nur ganz kurz. Und zwar, Error ist sozusagen das Schlimmste. Debug ist das, beziehungsweise nein, Error ist nicht das Schlimmste. Critical ist das Schlimmste. Bei Critical erwartet man aber eigentlich immer einen Absturz, also wirklich ein hier geht gar nichts mehr weiter. Bei Error könnte man jetzt hier im Fall von Flask sowas erwarten wie Anfrage vom User ist halt irgendwie schief gegangen, das heißt diese eine Anfrage ist nicht durchgekommen, aber die App läuft halt trotzdem noch weiter. Bei Critical müsste die App eigentlich abgeschmiert sein, beziehungsweise wird jetzt dann gleich abschmieren, das heißt da könnt ihr dann wirklich einstellen, was ihr haben wollt. Dann gibt es Warning, das sehe ich gerade nicht, hier Warning, einfach eine Nachricht ausgeben sozusagen. Dann gibt es als Stufe darunter Info, das ist einfach so zur Info. Dann die Stufe darunter nennt sich Debug und dann gibt es noch Not Set, wobei man das hier gar nicht selber loggen kann. Not Set bedeutet einfach, man liest alle Levels sozusagen. Also Debug ist eigentlich das unterste, weil Debug-Nachrichten, wisst ihr ja, werden hin und wieder mal ausgestellt. Das heißt, normalerweise lohnt es sich, irgendwelche Errors, Criticals zu loggen und teilweise auch noch Warnings oder Infos. Infos oder Debug ist immer nützlich, wenn ihr irgendwie debuggen wollt. Info ist aber trotzdem auch nicht übel, wenn ihr irgendwie zum Beispiel, keine Ahnung, verdächtige Aktivitäten oder sowas habt, dann ist es nicht gleich, vielleicht ist es schon fast ein Warning, das ist aber eigentlich immer dem Benutzer überlassen. Also, ja. Und dann könnte ich hier zum Beispiel einfach sagen, okay, ich will Debug haben und jetzt schreibe ich mir hier meine Nachricht rein. Ich schreibe mir hier rein, beziehungsweise ich nehme jetzt hier tatsächlich auch mal Info. Ich schreibe mir hier eine Nachricht rein, keine Ahnung. Hier ist ein Log. Punkt. So, und wenn wir das jetzt starten hier, dann erscheint das logischerweise nicht direkt, weil wir das eben nicht loggen. Aber wir könnten natürlich jetzt sowas machen wie auf Logging zugreifen. Ups, sorry, das ist von mir noch vorhin. Logging. So, Hello World wird ausgegeben. Und wir sehen in unserer Flask-App, dass hier eben steht Info in Bonus. Und ja, Bonus ist hier das Ding. Weil eben meine App, also die Python-Datei nennt sich Bonus, nicht die Funktion. Achtung, die heißt Bonus 2. Das ist davon unabhängig, das richtet sich nach der Python-Datei. Hier sehen wir auch, welche Zeile das Ganze ausgegeben hat. Und dann steht, hier ist ein Log und das Ganze wird einigermaßen hübsch formatiert. Und die Dinger hier, das ist das Standard-Logging, das wird sowieso immer gemacht. Also wann, wer zugegriffen hat. Da steht normalerweise dann auch die IP dabei, das ist ganz interessant. Wenn man zum Beispiel sieht, dass irgendwelche Bots oder sowas das Ganze ausprobieren, ist vielleicht auch nicht uninteressant. Aber das wird, wie gesagt, automatisch gemacht. Ja, und das war es eigentlich auch schon zum Logging soweit. Relativ simple Sache und aber trotzdem unglaublich nützlich. Kann man natürlich alles in eine Datei pipen oder sowas, wenn man das möchte. Aber dazu, wie gesagt, mehr in meiner Python-Playlist. Und ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.